Recht herzlich willkommen zur sechsten Folge von Planet Nomads. Ja, sind wir drin in unserem Spiel hier. Wir haben letztes Mal einen Tunnel gebaut und ich war noch am Überlegen, dass wir hier ja, sag schon, die Erde so drin haben, ne? Und eigentlich müssen wir da wahrscheinlich nur so ein bisschen mal die Erde weggraben. Dann, guck mal, dann sieht es doch ganz normal aus, oder? Guck, da ist es weg und schon sieht das so aus, als ob das so gehört, oder? Okay. Da ist noch ein klein bisschen was Grünes drin. Und schon passt's, oder? Sieht doch einigermaßen richtig aus jetzt. Gut, okay. Kann man halt so bauen dann. Ja, was haben wir noch für Sachen hier? Das ist ja, ich glaube, den haben wir genommen. Naja, jetzt ist die Frage, was ist das? Ist das irgendwie mit, keine Ahnung? Zwei. Ach, das ist ein kleineres Teil. Okay, dann ist es ja auch eine Rundung. Gut. Das sind Würfel. Das ist eine Rundung, die anders wäre. Die hätten wir da oben auf dem Gebäude. Ach so, jetzt sind wir mit B da drin, dann können wir uns nicht bewegen. Ja, jetzt hier, da hätten wir oben den Rand dann so machen können mit, ne? Nochmal. Also dieses. Und das wäre dann eine Ecke, die hier oben hingekommen wäre. Würde ich jetzt mal sagen, komm, das testen wir gerade an. Und das nehmen wir mal hier hin. So, dann da wieder, nee, das war verkehrt, B muss es sein. Jetzt haben wir die zwei ausgewählt, glaube. Jetzt müssen wir das nur wegnehmen. Und dann brauchst du den da hin und dann ist alles gut, ne? Oh, das ist aber ein Riesenteil. Also der ist es jetzt nicht, ne? Da müssen wir mal gucken, da gab es ja zwei von. Ich glaube, dann ist es der richtige, ne? Ja, sieht so aus. Jetzt. Also jetzt habe ich. Jetzt müssen wir da noch die. Aber der will dann da nicht so. Machen wir den auch noch weg. Ach so, okay. So will er irgendwie nicht, ne? Ansicht mit V kann man so näher und weiter weg, dann sieht man das besser. Was haben wir denn noch? So, das Werkzeug war T. Zwischen den beiden her, klar. Aber die Achse, wo war denn die Achse? War das F? Nein, F war das Licht. Was war denn noch die Achse? Y? Y. Nee, auch nicht wirklich. Ah, X war die Achse. So, ist dann richtig, ne? So, dann sieht man, dann wird's da oben so schön schick rund, ne? Müsste man jetzt allerdings hier auch machen. Warte mal. Jetzt muss ich das wieder drehen. So, dann hätte man so ein richtig schönes Gebäude daraus gemacht. Gucken wir weiter, was wir noch haben. Also die sind geklärt. Das ist nur ein größeres Teil. Wahrscheinlich ist das dann auch das größere. Das ist die Rundung nach innen. Hier haben wir noch Schrägen sogar. Ja, was das ist, weiß ich jetzt nicht. Ach, das muss ich festhalten, um es runterzuziehen. Ist das ein Fenster? Ach, das ist so ein, ich glaube, ich weiß, was es ist. So ein Teil, was man, ja, das kannst du dann an unserem Auto zum Beispiel, müsste das so als, ja, wie soll man sagen, Kotflügel oder so gehen, ne? Hier so. So zum Beispiel, ne? So mal drehen. Achse ändern. Wird schwierig das jetzt so. Dann wird die Fläche größer, ne? Sieht ganz schick aus, denke ich mal. Ist ein schönes Teil. Und wenn wir schon dabei sind, dann machen wir es natürlich auf beiden Seiten richtig. Das wäre jetzt nach unten.
Ne, da ist schon. Und ne, so war schon richtig und jetzt so, passt. Ja, das war das Teil. Gucken wir wieder rein. Dieses. Das wird wahrscheinlich das gleiche in groß sein und das ist ähnlich. Einmal rein. Ja, das ist, da fehlt genau das Gegenstück sozusagen. Ne? Ja, ich weiß nicht, wo sollten wir das bauen? Nee. Achse ändern. Nochmal Achse ändern. Nee. So. Könnte man das jetzt bauen, ne? Interessant. So. Und dann geht er gleich vorne hoch. Ist schon schwerer geworden, ne? Da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das Teil so funktioniert. Ja, aber es ist wirklich so. Gut, haben wir auch ausgetestet, was das ist. Aber ich baue die wieder ab, ne? Sonst liegt das, naja, so tief da mit der Federung. Also es ist interessant, dass die Federung dann wirklich so einknickt, wenn das schwerer wird. Physisch wohl richtig. Oh, Sonne geht unter, es wird gleich dunkel. Müssen wir mal hier ins Licht gehen, oder? Gut, gucken wir weiter. Ja, die Teile sind dann alles Konstruktionsteile. Was sagt, das ist der Lichtwürfel. Hier sind Scheiben, auch dann Ecken mit Licht, Fenster. Alles das gleiche wie oben, nur durchsichtig. Hier haben wir einen Gitterwürfel. Das ist die Tür, das war der Motor, glaube ich. Das war konstruktionstechnisch irgendwie. Ne, weiß ich jetzt nicht. Müssen wir mal gucken gerade, was das für ein Teil ist. Ja. Keine Ahnung. Ist das irgendwie kein Schleudersitzmäßig oder was? Ich weiß es nicht. Komisch. Es ist aber immer rot, das heißt, man kann es nicht verbauen. War das nicht gerade irgendwo grün? Oder kann ich es da einfach hinbauen? Zwei übereinander gehen nicht, man kann sie aber dahin bauen. Ich habe jetzt nicht verstanden, wofür es gut sein soll. Ne, W war es nicht. Ich weiß nicht, wofür es ist. Keine Ahnung. So. Kann es aber auch nicht anklicken. Ich weiß noch nicht. Das müssen wir noch rausfinden. Ich kann es nicht erkennen, was es sein soll. Also das hier ist ja ein Gelenk. Rotating. Ach ne, das ist eine. Alles klar, Rotating Plattform. Das ist Plate. Rotierende Platte. Gut. Steht da oben ja auch Suspension. Okay, mal Rad haben wir. Beacon, das ist hier der Strahler, das ist Tripod Light. Hey, warte mal, Tripod Light ist das doch dann das Licht, was wir vielleicht brauchen, ne? Um die Gegend hier zu erleuchten, oder wie? Warte, das können wir hier hinbauen dann. Hier war ja irgendwo auch ein Motor, ne? Da ist er doch. Machen wir weg. Ne, eins wollte ich machen. Passiert nichts. Kann eh machen, aber es passiert nichts, oder?
Also, das war ja der Modus, ne? Und den kann man anmachen. Und dann haben wir ein schickes Licht. Guck. Alles gut, ne? Jetzt würde ich das nur gerne hier mal hinbauen, um zu sehen. Die 6 war der Engine, der Motor. Und die 3 ist dann so ein Teil. Und, na. Oh, das ist schon ein anderes Licht, ne? Das ist hier jetzt, die Wand ist jetzt heller geworden, glaube ich, ne? Kann das sein? Ja, interessant. Ne, machen wir wieder an. Wie weit reicht denn hier so eine Kabelverbindung? Kann man das denn von da bis da verbinden? Ja, ist wohl kein Problem. Interessant. Okay, gehen wir nochmal auf B. Scrollen ganz runter. Licht haben wir auch. Das war der Baufeder da. Hebebühne. Jack Tool. Das ist ein Suchscheinwerfer. Vorderansicht. Das ist die Top-Ansicht. Indoor, oh, Indoor Light. Guck mal. Was war das hier? Hoover Jack. Ach, da können wir einen Schwebegleiter mitbauen. Gut. Den Indoor Light würde ich jetzt aber erstmal gerade machen. Habe ich, nee, den habe ich noch nicht. Da müssen wir den erst noch gerade verschieben. So, und dann gucken wir da mal rein. Ich könnte es auch hier vielleicht reinbauen, das Indoor Light, ne? Aber bringt mir das da was? Mhm. Auf 5, nicht auf 3, okay. Ja. Hier gibt es wohl Schwierigkeiten, das Indoor Light zu installieren. Und da wohl auch. Also da ist ein Indoor Light jetzt. Wo ist der? Hier fehlt es dann an einem Antrieb, beziehungsweise an einem Stromgenerator. Nee, shit, der war schon richtig. Ich muss nur umschalten. Und dann gucken wir mal. Oh, guck mal, so viel Licht macht das. Wunderbar, ne? Schön. Gut, haben wir auch getestet. Und den Hoover haben wir dann auch noch. Das ist der auf 3. Die Frage, wie rum? So rum oder andersrum? Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich den benutzen kann, ne? Ist der so rum richtig oder ist der andersrum richtig? Konstruktionsteil ist die 0. Ich glaube, der funktioniert so nicht. Nochmal die 3. Und dann die 6. Geht aber auch nicht. Konstruktionsteil 0 geht auch nicht. Oder mache ich was komplett falsch? Das ist eine ganz andere Idee wahrscheinlich. Ja? Okay. Da steckt irgendwas anderes hinter. 6. Nein, das war schon richtig. So, den kann man auch anschließen. Dann das wieder weg. Oh, jetzt habe ich den Hoover Light weggemacht. Das war ganz schlecht.
Wir können mal gerade so machen, dass wir zwei bauen. So, dann machen wir jetzt die 1 raus. Und E. Warte mal. Ne, wir müssen das nochmal so machen. Und hier. Und jetzt müsste man nur wissen, wie es funktioniert, ne? Ich glaube, da muss man Dingens eine Kabine und sowas dran bauen. Aber, also das ist hier wie so ein Luftkissenboot zu bauen wahrscheinlich, ne? Denke ich mal. Aber das müssen wir dann in der nächsten Folge konstruieren. Ja, gut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.